Hallo zusammen. Heute machen wir das unbekannte Wesen im Haus. Und zwar, wenn der Winter näher kommt, hat man manchmal einen Ölbrenner, der nicht funktioniert. Also wir haben ja hier unser Häusle. Im Häusle ist noch so, dass wir einen Kaminofen haben. So mit so Kachelofen heißt es. Und der Kachelofen hat einen Buderus-Brenner drin. Das da ist der Brenner, nennt man das Teil. Das besteht aus einer Brennkammer, die hier oben drin ist. Mal ein bisschen Licht anmachen. Das ist die Brennkammer, hier oben. Also, hier ist die Steuerung. Da ist die Zündelektronik und alles drin. Da kommen wir gleich dazu. Da unten kommt Öl rauf. Diese Maschine, die spritzt ein bisschen Öl rein. Das verbrennt dort. Geht dann über die Abluft raus und gibt da drüber schön warm. So funktioniert zunächst einmal eine Ölheizung oder ein Heizelement. Ah ja, vielleicht noch mal ein bisschen genauer. Das Teil heißt Heizeinsatz. Das da Hanne. Das wird da quasi so reingeschoben, nennt sich Heizeinsatz für einen Kachelofen. So ein Kachelofen oder Heizeinsatz oder Brenner, den muss man jedes Jahr selber reinigen. Und zwar jedes Jahr. Hier unter Öl raufkommt, geht in die Brennerraum rein, wird verbrannt. Da drinnen Öl neigt dazu, dass es so ein bisschen so harte Kruste bildet. Ja? Und diese harte Kruste, die verstopft dann die Düse, dann zündet das Zeugs nicht mehr richtig, oder verbrennt nicht mehr richtig und zündet zum Teil nicht mehr. Da bildet sich so ganz harte Kruste, so Ölkruste. Die muss man jedes Jahr sauber machen und das machen wir jetzt auch. Und da haben die sich damals was Rechtspraktisches überlegt. Jetzt schreiben wir ja das Jahr 2000. Ab 2024 gilt definitiv die neue Regelung von der ersten BIMS Stufe 2, erstes BIMS Bundesemissionsschutzverordnungsgesetz. Zweite Stufe, die besagt, dass man nur noch bestimmte Menge an CO2 abgeben darf. So, dass diese alten Öfen, die müssen BIMS 2, die erste BIMS erfüllen, Stufe 2, also erste BIMS V2, Stufe 2. Das ist ein Buderus. Es gab früher Buderus und Schrag. Beim Buderus ist es so, da heißt das Gerät hier noch, da ist immer innen drin so ein kleines Däfele. Und das Däfele, da steht drauf ÖH 121 zum Beispiel und der Baujahr. Jetzt gibt es also Regel. Also diese BIMS sieht vor, das Gerät jetzt vor 2015 quasi noch nach der alten Norm betrieben werden dürfen, bis sie quasi fast sterben. Ab 2024 müssen sie dann diese... Ich gucke mal nachher nochmal nach, da gibt es zwei Grenzwerte, die man erreichen muss. Lange Rede, kurzer Sinn, die Geräte erfüllen nicht alle diese erste BIMS. Beim Buderus ist es so, der Buderus-Heizer, Heizeinsatz, der muss ausgetauscht werden, mindestens von der ÖH, also Ölheizung. Dann nochmal genau nachgeschaut. Das Nachfolgemodell heißt H105 und H205, also nicht ÖH, einfach das Ö wegstriche, H205. Und die alte hieß nur ÖH für Ölheizung, das heißt jetzt Heizereinsatz. Okay, zunächst mal zur Definition. Und diese H105, die kriegt man ab dem Baujahr 2002, so um den Dreh rum bis jetzt. Wobei es jetzt nochmal neuere gibt, die heißt... Den gucken wir auch nochmal nach. Also, und das sieht man nochmal. ÖH 1.21 heißt die. Keine Ahnung. Und wichtig ist deswegen, weil die sind nur reingeschoben. Also das Teil da drinnen, das ist nur so ein Metallteil, ein großes Gussteil. Und das wird dann innen reingeschoben. Und da ist oben so ein kleiner Anschluss dran. Diese Ölheizung ist nur da unten auf diesen Sockeln aufgeschoben. Also Grundgerät heißt es danach. Und dann wird das Ganze quasi nur reingeschoben und dahinter ist Anschlussrohr dran. Und dann geht es da mit der Luft raus. Also so einfach ist das. Jetzt kommen wir mal zu den Bestandteilen. Kommen wir mal zu den Elementen. Hier kommt das Öl vom Keller rauf. Das habe ich letztes Mal gezeigt. Das weiß ich gar nicht, was das genau ist. Das muss auch nicht unbedingt dran sein. Ich glaube, das war für einen Druck.
Also auf jeden Fall hier drinnen ist die Förderpumpe. Die muss man nach unten gedrückt halten hier. Das ist so eine Sicherungsregelung. Die pumpt ein bisschen Öl da innen rein. Jetzt sind wir wieder bei dem Teil. Das hier ist die Ölhub, also ich sage, der Ölbehälter, Vorlaufbehälter, da ist das Öl drin und wird da quasi zwischenbelagert. Hier drin ist ein kleiner Filter, ein Ölfilter. Und das dann ist das Ölfilterdings, das kann man nachher auch aufmachen, wenn kein Öl rauskommt, das kann man rausholen. Dahinter ist quasi so ein Lüfterle und dieses Lüfterle, das heißt ein Zugförderer. Da ist so eine kleine Regelklappe dran, die man einstellen kann, wo der quasi der bläst Luft rein, damit er besser verbrennt. Das dahinter ist das Zündelement. Das ist übrigens bei allen Reglern nachher gleich. Zündelement. Und hier unter ist so ein Stößel, der diese, wenn es dann verkrustet ist, wenn hier dieses Öl reintropft und diese Zündung quasi verkrustet ist, na, kann man da dieses Carbid wegnehmen. Hier vorne, das ist, glaube, da muss man mal gucken. Da, hier geht es ja zur Elektronik rüber, das ist die Steuereinheit. Die sieht jetzt hier natürlich nur alt aus, aber es funktioniert genau gleich wie die neuere, ohne dass sie halt keine LCD dran hat, sondern nur Schrauber. Also hier kann ich die Luftmenge schrauben. Das ist, wenn es volle Kanne läuft, erst nach 5 Minuten. Das ist so am Anfang. Hubmagnet. Hubmagnet geht hierher natürlich. Netzzuleitung, hier ist der Netzstrom, also Normalstrom, Zündsicherung, das geht hier rüber. Dahinter kommt die, dahinter zündet er quasi und geht dann anschließend hier rein. Also, und die Zündung, die schaltet übrigens ja dann aus. Die Zündung schaltet aus, wenn das Ding heiß ist, dann braucht es ja nicht mehr zünden. Was macht die Zündung? Die macht innen drinnen nur immer so eine Funkelstrecke. Und durch diese Funkelstrecke, die wird es so heiß, dass es irgendwann einmal brennt. So, und jetzt tun wir das Ding mal reinigen. Und zum Reinigen machen wir mal Folgendes. Das ganze Heizelement, das kann man rausziehen.